Wie sollen die in Arbeit aber kommen, wenn es kein Beratungsgespräch warum kommt? Warum soll man da nicht hingehen? WLAN-Reize oder nicht? Was sagen Sie dazu? Verhindern, dass Menschen, die... Wie wollen Sie das verhindern? Das kann ich an der Stelle jetzt auch nicht im Detail beantworten. Haben wir islamistischen Gefährder? Haben. Dann ist es sicherer, wenn er in Deutschland ist und nicht in Afghanistan. Ist es sicherer, wenn er in einem deutschen Gefängnis ist, als wenn er woanders frei rumläuft? Also wollen Sie ihn dauerhaft einsperren? Selbstverständlich nur, wenn er eine Straftat begangen. Okay, dann frage ich anders. Sollte er danach abgeschoben werden? Meiner Meinung nach nicht. Bei Lanz waren vier Nachwuchspolitiker aus dem Bundestag eingeladen, einmal von der SPD, einmal von der FDP, einmal von den Grünen und einmal von der CDU. Ein Wunder, von der AfD hat natürlich jemand gefehlt. Neben der SPD-Politikerin Anna Kasautsky hat sich auch die eingeladene Grünen-Politikerin Merle Spellerberg komplett blamiert. Übrigens, die Spellerberg ist nur über den Listenplatz überhaupt in den Bundestag gekommen. Ähnlich wie eine Emilia Fester, also eine Dame, die ja nur dank der Liste überhaupt in den Bundestag gekommen ist und nicht, weil sie gewählt worden ist. Und bevor wir in die Landsendung schauen, hier vielleicht mal ein kleiner Einblick, wer die Dame ist und wie sie so tickt. Und dass wir an der Seite unserer PartnerInnen, an der Seite unserer FreundInnen stehen. Studieren, und zwar an der TU Dresden, internationale Beziehungen, was ich auch immer noch mache, und mal schauen, wie ich da auch noch zu dem Abschluss komme. Also halten wir fest, diese junge grüne Abgeordnete wurde nie gewählt, gendert gerne und ist ungelernt. Das heißt, sie hat weder ein Studium beendet, noch hat sie eine Ausbildung gemacht, noch hat sie langjährige Berufserfahrung. Auch da nicht ausreichend Mitarbeitende gibt, um überhaupt die Menschen tatsächlich dabei zu unterstützen, wieder zu arbeiten. Und dann soll jede Person, die arbeitslos ist, jeden Monat da einmal aufkreuzen. Also dann sollten wir vielleicht auch nochmal über Bürokratie. Also Beratungstermine, Termine für Qualifizierung, Jobangebote, um Termine zu besprechen, muss man noch wahrnehmen. Einmal im Monat dort aufkreuzen, ist zumutbar oder nicht? Natürlich ist es zumutbar, aber die Frage ist, ob es sinnvoll und zielführend ist. Wenn man keinen Job hat? Ja. Das kann man sich nicht ausdenken. Für diese Dame ist es schon zu viel, wenn man einmal im Monat zum Arbeitsamt muss. Aber ja, ich meine, sie hat ja selber in ihrem Leben nie wirklich richtig gearbeitet. Zumindest nicht längerfristig und vor allen Dingen auch nicht in einem harten Job oder so. Das heißt, sie ist wahrscheinlich schon bei der kleinsten Belastung überlastet. Aber es wird noch besser, wie folgende Szene zeigt. Wie sollen die in Arbeit kommen, wenn es kein Beratungsgespräch kommt? Warum soll man da nicht hingehen? Ich habe nicht gesagt, dass es nicht zumutbar ist, aber hilft es wirklich, weil es muss ja auch in Präsenz sein. Also wie gesagt, es wurde gar nicht verabschiedet, aber in diesem Plan. Und es wurde ja gerade schon angesprochen, es sind teilweise Menschen mit Kindern. Es sind teilweise Menschen mit Kindern. Das ist die Begründung, warum man nicht einen Termin im Monat physisch anwesend wahrnehmen kann. Diese Dame scheint wohl nicht auf den Gedanken zu kommen, dass es Millionen von erwerbstätigen Menschen in diesem Land gibt, die Arbeit und Kinder unter einen Hut bringen müssen. Und Leute, die nicht arbeiten, sollen dann aufgrund von Kindern nicht die Zeit haben, einmal im Monat einen Pflichttermin wahrnehmen zu müssen. Das kann man sich echt nicht ausdenken. Ist ein Pflegende, nur wenn man keinen Job hat, wenn man arbeitslos ist, wenn man keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, heißt das ja nicht, dass man gar keine Arbeit um hat. Um den Fall geht es nicht. Es geht nicht um die Kranken, die sich andere pflegen. Ja, haben wir mehrmals klargestellt, es wird jedes Mal versucht, nur über die zu reden, um von denen auch abzulenken. Und hier kommen wir zu dem Punkt, statt dass die Grünen wirklich mal soziale Politik machen und die wirklich unterstützen, die Angehörige pflegen oder die krank sind, nein, stattdessen geht man lieber hin und sagt, ja, lass uns einfach mal beispielsweise für 500.000 Syrer das Bürgergeld finanzieren, statt eine Bezahlkarte einzuführen oder nur Sachleistungen auszugeben. Ganz zu schweigen davon, was man für Fehlanreize setzt, wie auch hier ein Lanz an dieser Stelle ausführt. 60 Fotostudios, 420 Mitarbeiter war irgendwann in diesem Jahr, der sagte, früher sind wir mit Bewerbungen erschlagen worden, vor 15 Jahren, da wird ein Ausbildungsplatz ausgeschrieben, da kamen 5.000 Bewerbungen. Inzwischen sind es 2 bis 3 pro Arbeitsplatz. Und sagt, ich weiß von ehemaligen Mitarbeitern, jetzt kommt der entscheidende Punkt, die inzwischen schwarz arbeiten. Frage, haben auch Mitarbeiter gekündigt, um lieber Bürgergeld zu kriegen? Antwort, ja. Gerade am Anfang war das heftig. Bei uns haben knapp 70 Leute gekündigt und sind lieber ins Bürgergeld gegangen. Aus der Welt der Wirtschaft. Also Fehlanreize oder nicht? Was sagen Sie dazu? Diese Fälle ist anekdotisch, gebe ich zu. Aber ich fürchte, das ist etwas, was ein bisschen symptomatisch ist. Natürlich müssen wir uns das genau anschauen und verhindern, dass Menschen, die... Wie wollen Sie das verhindern?
Das kann ich an der Stelle jetzt auch nicht im Detail beantworten. Ja, natürlich hat sie hier kein Argument, weil es auch gar kein Argument gibt. Das Bürgergeld belohnt letztendlich Betrug, also Schwarzarbeit und den Bezug von Bürgergeld. Es schafft, sage ich mal, einen Anreiz, eher das Bürgergeld zu beziehen, als für einen niedrigen Lohn arbeiten zu gehen. Denn selbst wenn man mit einem niedrigen Lohn dann am Ende ein bisschen mehr übrig hat, ist es ja so, dass man trotzdem 40 Stunden die Woche arbeiten muss. Und deswegen müsste man das Ganze reformieren, indem man sagt, ja, Leute, die Angehörige pflegen oder die wirklich krank sind, kriegen ein richtig ordentliches Geld gezahlt, womit sie gut leben können, und alle anderen werden hart sanktioniert dahingehend, dass sie dann auch entsprechend eine Arbeit ergreifen, auch wenn sie dort dann nicht so viel verdienen. Dann kämen nämlich beispielsweise auch mal 47% der Afghanen in Arbeit, und da wären wir auch schon beim Thema straffällige Afghanen. Was soll mit denen gemacht werden? Wirklich katastrophal, was die Grüne hier von sich gibt. Wenn der aus Afghanistan sich hier aufhält und weitere Straftaten begeht, da geht es ja nicht um eine Strafe. Strafen werden natürlich hier in Deutschland auch abgesessen zu einem Teil. Und dann geht es um eine Abschiebung auch deshalb, weil eben wir die deutsche Gesellschaft schützen wollen. Jeder, der einen normalen Menschenverstand hat, würde dieser Aussage zustimmen. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, nicht nur Leute, die im Gefängnis waren oder so und die schwere Straftaten begangen haben, sondern auch bei kleinen Delikten sollten wir direkt abschieben. Es kann nicht sein, dass jemand hier unsere Gastfreundschaft ausnutzt und missbraucht und das ohne Konsequenzen bleibt. Statt einhergehen auch in Deutschland abgesessen werden. Dafür haben sie also Strafen. Sollte er denn, okay, dann frage ich anders, sollte er danach abgeschoben werden? Meiner Meinung nach nicht. Also sollten jemanden, der, als die 28 Afghanen abgeschoben worden sind, interessanterweise oder ironischerweise 2 Tage vor der Landtagswahl in Thüringen und in Sachsen. Und wie fanden sie das? Wie fanden sie das? Also ich kann mich an der Stelle tatsächlich wiederholen, dass ich davon überzeugt bin, dass wir in unserem Rechtssystem diese Trennung haben. Auch Gefährder sollten nicht terroristische, islamistische Gefährder sollen das Asylrecht ausnutzen dürfen und nicht abgeschoben werden müssen? Auch da können wir uns das tatsächlich aus einer Sicherheitsperspektive anschauen. Denn wenn wir wirklich genau dieses Beispiel nehmen und nehmen wir islamistischen Gefährder haben. Dann ist es sicherer, wenn er in Deutschland ist und nicht in Afghanistan. Ist es sicherer, wenn er in einem deutschen Gefängnis ist, als wenn er woanders frei herumläuft? Also wollen Sie ihn dauerhaft einsperren? Selbstverständlich nur, wenn er eine Straftat begangen hat. Einfach nur unfassbar. Erinnert mich fast schon an die aktuelle Politik von einer Nancy Faeser, die verhindern will, dass Islamisten jetzt nach Syrien ausreisen, um entsprechend die Rebellen zu unterstützen, die islamistischen Rebellen zu unterstützen. Das heißt, sie gibt ja also zu, dass wir eine Horde von Islamisten in Deutschland haben, die wir aber bitteschön in Deutschland behalten sollen, weil sie könnten ja in Syrien Schaden anrichten. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.